Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von DynTour, der Spezialist für Angelreisen und Ferienhäuser in Norwegen. In Vorbereitung auf die Zweitligasaison 2019-20 ist die SGD für das Sommertrainingslager ins Ötztal nach Lengenfeld in Österreich gereist. Ja, also erstmal muss ich sagen, passt alles überragend. Die Kulisse hier, wie man sieht, ist wirklich sehr, sehr schön. Die Zimmer sind optimal, das Essen hat auch sehr gut geschmeckt. Ja, absolut top, super Kulisse hier und schönes Hotel, gemütliche Zimmer, eigentlich kann nichts besser werden. Hier kann man die nächsten 8 Tage verbringen und möglichst einen Fokus darauf setzen, sich in allen Mannschaftsbereichen weiterzuentwickeln. Mit 25 Spielern reiste das Team von Cheftrainer Christian Fjell ins Vorbereitungscamp. Insgesamt 8 Tage wohnt der Dynamo Tross im Aquadome. Hier wird es den Profis ganz sicher an nichts fehlen. Servus Dynamo-Fans, herzlich willkommen in Österreich. Ja, das ist hier unser Mannschaftshotel und wir zeigen euch die 5 wichtigsten Orte. Kommt einfach mal mit. Auf geht's hier. So, dann mal herzlich willkommen in unserem Essensraum. Hier trifft man uns so 3-mal am Tag, wo wir ausreichend gesundes Essen zu uns nehmen. Ja, gesunde Ernährung ist wichtig, da wir auch die Power brauchen im Training. Super. Er ist Mr. Short Answer. Mr. Short Answer. Gesunde Ernährung ist wichtig, dass wir Power haben im Training. Im Humor haben sie alle. Ja, also ich muss auch erstmal mit den ganzen Scharmützeln hier klarkommen. Top Jungs, wirklich super Charaktere. Sie haben es mir auch extrem einfach gemacht mit dem Reinkommen. Und ich habe mich keinen Tag jetzt als Fremder gefühlt, sondern schon Teil eines Teams. Und es ist einfach, es ist angerichtet, die Charaktere sind alle super. Ich fühle mich hier wohl und jetzt kann man sich hier die 8 Tage jetzt mal voll reinschmeißen. Auch. Ja, und wenn wir eine Zwischenmahlzeit brauchen, dann können wir uns hier einfach bedienen. Hier gibt es Obst, Kuchen, alles, was das Herz so begehrt. Kommt mal mit, jetzt gehen wir hier in den Physioraum. Auf geht's, Rolli, durchkneten lassen. Hallo. So, jetzt sind wir hier im Physioraum angekommen. Wie ihr seht, wird hier schon fleißig alles präpariert, damit die Jungs nach und zwischen den Einheiten sich ordentlich pflegen lassen können. Und die Jungs, die ein paar Wehwehchen haben, dass die auch wieder schnellstmöglich fit werden. Ja, und im Nebenraum, komm mal gerade mit. Ja, und hier im Nebenraum, neben dem Physiozimmer, haben wir unsere Materialien liegen. Wie ihr seht, noch nichts aufgeräumt, sind gerade auch erst angekommen. Hier finden wir unsere Wäsche, unsere Trainingsmaterialien und bedienen uns hier einfach dann damit. So, wie man sieht hier, eine kleine Bibliothek. Da finden wir uns Spieler, denke ich, eher selten. Vielleicht ein Harti ab und zu mal, aber das weiß ich nicht. Oder kennst du noch jemanden, der gerne liest? Ich glaube, Barisch Artig ist so einer, der gerne Harry Potter liest. Ja, ist das so eine kleine Bücherratte? Ich habe gerade eins gefunden hier. Ich denke, der wird sich da vielleicht noch ein oder das andere Buch schnappen. Gut, dann gehen wir mal weiter, weil das ist nichts für uns hier. Ja, unheimlicher Ort. Florian Ballas kann derzeit nur individuell trainieren und arbeitet mit Dynamos Physiotherapeuten an seiner baldigen Rückkehr auf den Trainingsplatz. Ja, zuerst einmal hoffe ich, dass ich schnellstmöglich wieder im Mannschaftstraining dabei sein kann. Habe jetzt fast eine ganze Woche pausieren müssen schon, wegen meinem Sprunggelenk. Jetzt hoffe ich natürlich und arbeite mit Hochdruck daran, in Verbindung mit Tobi, dass ich wieder schnellstmöglich hier dabei sein kann, um die nötige Energie und Power mitzunehmen für die neue Saison. Ja, Mammuts sind in Österreich auch schon lange ausgestorben. Hier das Aquadome, so heißt unser Hotel, ist bekannt für Wellness, Bar und Thermalbecken. Aber wir gehen jetzt dahin, wo wir des Öfteren auf dem Platz sind. Kevin Poll ist Dynamos Neuzugang auf der Torhüterposition. Der 23-Jährige hat im Sommer die Rückennummer 1 von Markus Schubert übernommen und sich klare Ziele für die kommenden Tage in Österreich gesetzt. Ja, einfach meine Leistung hier im Training bringen, verletzungsfrei bleiben, alles abrufen, was ich kann. Viel mit dem Torwarttrainer dann auch spezifisch arbeiten, hat man ja auch viel Zeit, um die ein oder anderen Sachen dann zu besprechen und zu ändern oder zu verbessern sogar noch. Und einfach hier auch die Zeit auch genießen, Spaß haben.
Ja, das ist hier unser Trainingsplatz. Die nächsten 8 Tage werden wir hier sehr hart arbeiten. Ja, und ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder ins Mannschaftstraining dazustoßen kann, wenn meine Beschwerden im Sprunggelenk weg sind. Und ja, wie ihr seht, Top-Bedingungen hier. Das Drumherum stimmt auch, schöne Kulisse. Und da können wir jetzt ordentlich schwitzen und uns optimal vorbereiten für die kommende Saison.